Alter, was geht ab, Leute? Hier. Ich teste ein paar Influencer-Drinks. Es gibt ein paar neue auf dem Markt. Es haben sich ein paar gesammelt bei mir. Let's go! Das Weinglas ist natürlich am Start. So, wir fangen an. Natürlich mit Monte Grenadier. White Peach. Sweet Lemon. Juneberry Jam. Oh, das ist der Wilde. Starker Pfirsichgeruch. Digga, auf TikTok und Instagram wird mir so einer empfohlen. Das ist ein Sommelier eigentlich für Wein, aber der testet so Energy Drinks, okay? Aus aller Welt. Ihm werden die verschiedensten Energy Drinks zugeschickt. Voll geil, wie er es dann macht, so wie Wein. Und dann schmeckt er die ganzen Noten raus und so. Das ist sehr lecker. Das ist ein Energy Drink, nicht vergessen. Deswegen, falls ihr an Pfirsich-Eistee denkt, schmeckt gar nicht wie Pfirsich-Eistee. Ich versuche das mit den anderen zu vergleichen. Es könnte Nummer 2 Bister sein. Weil mir gefällt tatsächlich Cheesecake. Shisha ist zwar hier, aber nicht am Start. Dafür mein Vape. Getränke muss man natürlich so testen. Nicht so ein starker Geruch wie Pfirsich. So stelle ich es mir auch vor. Wobei Bitter Lemon meistens so aussieht. Es ist Sweet Lemon. Ist nicht schlecht. Aber auch nicht gut. Schmeckt einfach nur sauer. Es hat eigentlich gar keinen Geschmack außer sauer. Ich würde den, glaube ich, sogar auf den letzten Platz tun, aber persönlicher Geschmack. Starkes Aroma. Geile Farbe. Geile Farbe. Boah. Okay. Interessant, voll das Gegenteil zu dem, der ist sehr eintönig. Der hat sehr viele Noten. Bisschen süß, bisschen sauer, so ein Nachgeschmack, so ein erster Geschmack. Komplex würde ich den nennen. Und den eintönig. Auch wenn der sehr komplex ist, den würde ich mir nicht nochmal kaufen. Den erst recht nicht. Tatsächlich der, der am langweiligsten klingt, Pfirsich. Ranking auf jeden Fall 1, 2, 3. Hat mich jetzt nicht umgehauen, um ehrlich zu sein. Wir machen weiter mit Prime Baby Drink Prime. Ich feier Prime. Ich feier zwar KSI und Logan Paul nicht wirklich, aber deren Getränk schon. Ich weiß, es kriegt eine Menge Hate. Aber ich kann Geschmack und die Person dahinter trennen. Und was ich gar nicht feier, sind Leute, die sagen, das schmeckt zu künstlich. Ja, Digga, deswegen mag ich es ja auch. Deswegen trinke ich es auch. Ansonsten würde ich Wasser oder Saft trinken. Genau so soll es schmecken. Strawberry Watermelon. Let's go! Yes! Richtig schön künstliche Farbe. Ist fresh? Strawberry Watermelon schmecke ich gar nichts, Mann. Gar nichts. Schmeckt aber auch nicht Strawberry. Ich schmecke irgendwas, Mann. Irgendwas chemisch Süßes. Aber es ist erfrischend, das ist geil. Ist mein Lieblingsprime? Definitiv nicht, nein. Was ist das? Lemonade. Wirklich
Wild, wild, wild. Es hat dieses typische Zitronengeschmack von allen Zitronensachen, die ihr kennt. Aber es hat so einen mega süßen Abgang. Weil normal Zitrone, dann ist hier immer so diese Säuge, die sich aktiviert. Kennt ihr bestimmt. Und dann ist es ein bisschen eklig manchmal. Und hier ist genau das Gegenteil. Der taugt mir. Jetzt haben wir den hier noch. Cherry Freeze. Auf den bin ich gespannt. Ich glaube irgendwie, der Teil hier war mal weiß. Und wenn es irgendwie kalt wird, dann wird es blau. Was halt schon wild ist für nur die Verpackung. Wow, Junge, was für ein chemischer Geruch, Mann. Genauso stelle ich es mir vor. Ja, der kann gar nichts, weil ich mag Kirsche nicht so. Der schmeckt so sehr bekannt. Irgendeine Kirschsüßigkeit, die sehr danach schmeckt. Ich hatte ein bisschen was anderes erwartet wegen dem Freeze. So ein bisschen, wenn du in Richtung Shisha gehst, diese ganzen Sachen. Aber ich schmecke nur Kirsch und so. Naja, schwer zu erklären, wenn man es sich selber getrunken hat. Weil wenn ihr das trinkt, dann merkt ihr genau oder erinnert euch genau, was ich meine, nach was das schmeckt. Nicht mein Fall. Der kann leider nichts. Der ist okay. Der ist geil. Genau wie bei Monte, oder? Einer, der nichts kann, einer, der geil ist und einer, der okay ist. Digga, wo habe ich das denn aufgetrieben? Frag's mich nicht, Mann. Habe ich einfach so entdeckt. Gazos bei Mero. Ich erwarte einen Kaugummi-Geschmack ähnlichen Drink. Boah, komplett klar. Du kriegst, was du erwartest. So ein typisches Gazo-Getränk. Marke kenne ich jetzt nicht, Hot Blood. Ich habe gesehen, die machen aber auch noch andere Drinks, wo ich den entdeckt habe. Aber typisch Eistees. Und da war Meros Gesicht nicht drauf, deswegen habe ich es nicht probiert. Ist was anderes? Ist kein Eistee, ist kein Energy Drink. Sportsgetränk, davon gibt es ja auch welche jetzt. Urus und sowas. Ja, was soll ich sagen? Also schmeckt nicht anders als beim Dönermann, wenn ich mir da was zu meinem Döner bestelle. Zufällig auch entdeckt. Ich habe das so gesehen, dachte mir, Digga, das sieht aus wie ein typisches Influencer-Getränk. Aber wer ist fucking Paul Berger? Dann habe ich es gegoogelt und dann habe ich gesehen, es ist iCrimex. Ich habe niemanden gesehen, der die getestet hat. Vielleicht bin ich auch nicht in der iCrimex-Bubble. Ich bin gespannt, es ist, was ist denn das überhaupt? Erfrischungsgetränk. Wir lassen uns überraschen. Pfirsich und Bubblegum, also ein klassischer und ein wilder, sag ich mal. Riecht nach Pfirsich-Eistee. Sieht aus wie Pfirsich-Eistee. Eistee mit Kohlensäure feiere ich nicht, Mann. Ich hab mir zu viel eingeschüttet. Was ist das, Mann? Kalorienarm. Keine Süßstoffe. Ja, Digga, so schmeckt's auch. Übrigens. Das ist auch Zero und schmeckt geil. Das ist auch Zero und schmeckt geil. Ätzend, Mann. So Bubblegum. Ich erwarte mir nicht viel. Wobei? Kalorienarm, keine Süßstoffe. Bruder, was ist das, Mann? Wir lernen aus unseren Fehlern. Schöne Farbe aber. Extrem schöne Farbe. Starker Geruch. Okay. Ich erwarte mir ein wenig Geschmack diesmal. Ätzend. Mein Gott. Ich kann dazu nichts sagen, außer ätzend. Sorry. Die würde ich nie im Leben nochmal kaufen und ich werde die leider auch nicht austrinken. Ich habe noch diese Emio-Dinger.
Ihr fragt euch, von wem ist das? Ich habe auch keine Ahnung. Ich weiß nur irgendwelche TikToker. Nur das habe ich mitbekommen. Deswegen kommen die auch am Ende. Mermaid Fantasy. Melone, Drachenfrucht, Kirsche. Blueberry Bay. Blueberry, Strawberry, Birne. Winter Paradise. Oh. Pflaume, Pfirsich, Birne. Okay. Ich wollte sagen, fangen wir mit dem an, aber der sieht kalorienarm aus. Ne, okay, passt. Die sind alle gleich. Weil weiß-grau ist irgendwie immer Zero. Hat sich so eingeprägt bei mir. Boah, wie Wein. Riecht wie Früchtetee. Und ich habe mit Früchtetee keine gute Erfahrung. Das gab es früher im Hort immer, Mann. Ungesüßt. Meine Zunge hat schon diesen Geschmack von diesem ungesüßten Früchtetee vom Hort. Leichter Weihnachtsgeschmack. Es erinnert an Winter tatsächlich. Aber ich finde es auch eklig. Ja, okay, eklig ist übertrieben, aber ich finde es gar nicht lecker, Mann. Seht ihr, alle, die Monto und Prime und so haten, ich finde es mega schwierig, gute Produkte rauszubringen. Und von Monto zumindest war der schlechteste wenigstens noch genießbar und solide. Den werde ich auf jeden Fall austrinken. Die Teile, I don't know. Eigentlich selbe Farbe, oder? Wenig Vielfalt hier. Riecht eigentlich genauso. Nur ein bisschen süßer vielleicht. Hort Früchtetee. Was ist das, Mann? Wie kann das durch eine Testphase laufen und von mehreren Stationen ein Okay bekommen? Wie kann es von den Influencern das Okay bekommen? Wie kannst du von den Marketingleuten ein Okay bekommen, von der Produktion? Was weiß ich, wenn noch alles dahinter steckt? Da müssen doch mehrere Leute gesagt haben, ja, schmeckt. Nein, schmeckt nicht. What the fuck? Digga, erstmal ein Vape. Letzte Dose, komm. Mermaid Fantasy. Digga, der ist auch wieder rot, offensichtlich. Okay, der ist ein bisschen hell. Hab alle drei rot. Digga, der riecht auch wie Hort Früchtetee, Mann. Digga, ich dachte, die zwei sind schon eklig. Dann kommt der um die Ecke. Wer, Mann? What the fuck? Ey, tut mir echt leid, ich verschwende normalerweise nie was, aber die können echt nichts. Diese TikTok-Getränke und Paul Berger, sorry, iCramex, die werden weggeschüttet, leider. Es kann nicht jeder Drink genießbar sein, gut sein. Das war's von mir, Leute, und ein paar Influencer-Getränken. Ich habe gerne in die Kommentare, was ihr davon trinkt, was euch geschmeckt hat. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business und ciao.